Weiter geht's mit dem letzten Test von Vindictus EU. Wir sind Level 1 der LAN. Sehen so aus und starten jetzt einfach mal das Ganze. Ich werde euch heute mal zeigen, wie es so mit den Quests aussieht und was man alles noch so machen kann. Ich weiß zwar selbst noch nicht ganz so viel von dem Spiel, aber immerhin ein wenig. Also werde ich euch auch ein wenig davon noch zeigen. Jedenfalls so viel, wie ich weiß. Das wird, denke ich mal, dann auch erstmal das Letzte bleiben, was ich an diesem letzten Test hochlade. Weil, ja, das ist eben ein letzter Test. Ihr sollt jetzt nicht alles bei mir gucken, sondern wenn ihr Bock habt, dann spielt das Spiel selbst. Ja, so machen wir das einfach. Ich hoffe, gleich erstmal Lesefehl. Ich hoffe, dir geht es heute gut, ja? So, der Ernmas möchte gern mit uns reden. Schön, dass du da bist. Story, Event Level Up. Willkommen. Ah, wie lebendig das Gasthaus doch in den letzten Tagen ist. Es kommen viele neue Söldner hier vorbei. Ich denke, ich sollte ihnen einen Ansporn geben. Ein paar kleine Geschenke sollten sie ermutigen, weiterzukommen. Du bist doch auch ein Söldner, oder? Komm zu mir, nachdem du Level 20 erreicht hast. Ich warte auf dich. Ja, genau. Nachdem ich Level 20 erreicht habe, werde ich in diesem Let's Test nicht schaffen. Glaube ich eher weniger. Okay, so, wir sind in der Stadt, haben 15 FPS. Damit kann man leben. So, jetzt seht ihr, ich zeige das mal hier mit der Maus, hier oben die kleine Karte. Können wir die vielleicht noch irgendwie... wir müssen in den Söldner Außenposten, der gleich hier ist. Gehen wir doch direkt mal rein. Und gucken, was die da von uns wollen. Du bekommst einen Söldner Außenposten an und erblickst eine Frau in glänzender Rüstung, die einen Mann mit Helm konfrontiert. Die beiden scheinen zu streiten. Dieser Fall gehört unter die Zuständigkeit der königlichen Armee. Wir übernehmen ab hier. Das wird nicht passieren. Colin wird von Söldnern der blutroten Klingen bewacht. Die königliche Armee besitzt einen höheren Rang als eine Bande aus bunt zusammengemischten Söldnern. Ihr werdet diesen Ort räumen. Du vergisst, dass wir nicht nach euren Regeln spielen. Wir haben gestern die Bewohner von Colhen vor der Riesenspinne bewahrt, während die königliche Armee sich in Rochest verkrochen hatte. Wie rückgratlose Feiglinge, Colhen wird von uns beschützt. Die beiden sind zu tief in ihrem Streit verwickelt, als dass sie dich beachten könnten. So, Ciara möchte mit uns reden. Hey, du bist doch der Söldner, der den Glockenturm gestern emporgestiegen ist. Du bist neu, oder? Ciara dreht sich zu Merrick und Gwyn. Du hast dir bestimmt eine andere Begrüßung bei den Klingen gewünscht. Merrick ballt seine Fäuste. Ihr Armeehunde seid doch alle gleich. Ihr hört einfach nicht zu. Hüte deine Zunge, Söldner. Ich befehle die gesamte Garnison von Rochest. Ciara seufzt. Was für ein Durcheinander. Lass uns nach hinten in den Raum gehen. Dort ist es ruhiger. Schon besser. Von den beiden bekomme ich noch Kopfschmerzen. So, dann reden wir doch mal mit ihr. Merrick hegt einen persönlichen Groll gegen die königliche Armee und des Hauptmann Audan gestern verwundet wurde, ist auch nicht gerade förderlich. Merrick sieht die Fahrlässigkeit der königlichen Armee als Schuld an den Verletzungen des Hauptmanns. Ich bin jedenfalls Ciara. Ich kümmere mich um die Neulinge der blutroten Klingen. Nyrox, ich habe von deinen Taten beim Glockenturm gehört. Jeder redet davon. Ich wünschte, ich wäre dort gewesen. Oh, und das hier ist Ellie. Er ist von der königlichen Armee. Hey, mein Name ist Alice, nicht Ellie. Und ich bin nicht wirklich Teil der königlichen Armee. Ich komme als Stellvertreter der königlichen Akademie. Ich bin Kadettenführer. Nun, das macht dich schon zu einem Teil der königlichen Armee, oder? Und Ellie ist mein Spitzname für dich. Alice verzieht das Gesicht. Das ist ein schrecklicher Spitzname. Ciara lächelt Alice schüchtern zu und dreht sich dann zu dir. Nyrox, hast du gestern vielleicht den Tag gerettet? Aber du bist immer noch ein Anfänger. Du brauchst Training. Na gut, ich denke, die Söldner-Trainingsstätte in den gefährlichen Ruinen ist für den Anfang der perfekte Ort. Um dorthin zu gelangen, musst du ein Schiff am Hafen nehmen. Sobald du rausgehst, kannst du es eigentlich nicht mehr verfehlen. Am Hafen wirst du viele Koggen, also die Schiffe, dort sehen. Die Schiffe kannst du dort betreten, wo Gefechtsquest steht.
Die letzte Information hier ist wichtig. Du musst die Söldnertrainingsstätte als Ziel auswählen. Seht ihr hier? Viel Glück. Ja, viel Glück, Nyrox. Ich werde bestimmt noch hier sein, wenn du wiederkommst. Ich hoffe, die beiden werden sich beruhigt haben, sobald du von der Söldnertrainingsstätte zurück bist. Okay, also hier oben seht ihr, wer jetzt alles in der Schenke oder was auch immer das im Söldner-Trainingslager ist. Also hier oben wird angezeigt, was für Leute hier alle sind. Aber wir können das im Prinzip verlassen, weil wir haben ja jetzt den Auftrag, wir sollen zum Hafen gehen. So, ihr seht hier unten so einen kleinen Pfeil. Und der zeigt uns, wo wir am besten als nächstes hingehen. Oder beziehungsweise unser Questziel zeigt er an. So, jetzt sind wir im Hafen. Hier laufen, müssen eigentlich auch ein paar Leute rumlaufen, was sie gerade irgendwie nicht tun. Aber naja, egal, ich bin in Kanal 13, vielleicht sind hier nicht so viele. So, jetzt haben wir hier eine Karte. Wenn wir darauf zugehen, dann öffnet die sich. Und dann können wir auswählen, gefährliche Ruinen von Level 1 bis 10. Gut, die Liste der verfügbaren, also er listet verfügbare Schiffe auf. Es gibt keine Schiffe, die ich betreten kann. Das liegt daran. Moment mal, wo war das jetzt? Wenn ich L drücke, war das L? Neu laden? Nee. Keine Ahnung. Wir starten das Ganze jetzt einfach mal. Ah, genau. Starten. Gefecht. Wir können auf Gefecht gehen, dann klicken wir auf Söldner Trainingsstätte. So, hier hätten wir Schwüre. Schwüre sind kleine Bonussachen, die man auswählen kann, um extra Punkte zu bekommen und dadurch das bestmögliche Ergebnis des Quests zu erreichen. Das kann man immer wieder machen. Manche Sachen sind begrenzt und so weiter. Na gut. So, Söldner Trainingsstätte, Schwur der Ehre keiner, einfach 100 Punkte. Wir kriegen 100 Punkte. Auch wenn wir keinen Schwur machen, also es gibt für diesen Quest noch keinen Schwur. Trainiere auf dem Söldner-Übungsgelände für neue Rekruten. Die Trainingsstätte liegt in den gefährlichen Ruinen, welche errichtet werden können, indem du ein Schiff vom Hafen nimmst. So, ich soll diese Holzkopfwache besiegen und die Schwierigkeit ist für Level 1 oder höher. Wir kriegen 100 Geld, 300 Erfahrung und 0 AP. Zu den AP komme ich dann später. Ich würde sagen, wir starten einfach mal das Ganze. Das Schiff wird vorbereitet. Gut, jetzt sehen wir hier unsere Lagerkiste und das Schlachtinventar. Schlachtinventar ist so viel wie, ja, das, was wir ausgerüstet haben. Es gibt hier, so wie es aussieht, genau, das maximale Gewicht, das du tragen kannst, beträgt 187 Steine. So, wir sind jetzt gerade bei, ja, ich würde mal sagen, so bei 90 Steinen. Das passt dann schon. Reisesegen haben wir im Moment nicht. Wir könnten prinzipiell, im Inventar haben wir auch nichts Besonderes. Dann könnten wir ja erstmal dieses aufgemalte Hühnchen, Ente, was auch immer angreifen. Gut. So, dann müssen wir das hier kaputt machen können. Und wir nehmen die Mistgabel auf. Können damit auch zuschlagen und uns halt wehren. Okay. Aber genug der Laberei. Wir starten das Ganze. Das Schiff legt ab. Ja, am Anfang, wenn das Schiff ablegt, werden nochmal alle Leute gezeigt, die mitmachen. Also werden nochmal direkt, wird nochmal direkt auf das Aussehen der anderen Charakter eingegangen. Und das ist eigentlich eine ganz nette Sache. So, und schon sind wir auf der Questkarte. So, besiege einen Holzkopfangriff mit einen Holzkopf mit einem Schmetterangriff. Werden wir dann irgendwie bei Gelegenheit mal machen. Guckt mal, da sind doch schon welche. Springen macht man mit Leertaste, ist ja klar, wie es eigentlich immer so ist. So, wir haben jetzt hier einen Finishing-Move, beziehungsweise wenn wir rechte Maustaste drücken, dann bringt er den einfach mal so schnell um und dann können wir sogar was einsammeln. Was haben wir gekriegt? Eine leere Flasche. Zu den Items kann ich euch noch nicht besonders viel sagen, weil ich noch nicht so genau weiß, welches Item ich jetzt verkaufen kann oder sollte und welches Item wofür gut ist. Aber das werden wir schon irgendwie rausfinden. Ihr oder ich oder so. Gut. Wir haben ein 19er-Kombo mit 21 Treffern.
Und jetzt habe ich gerade einmal, also ich habe gerade zweimal die linke Maustaste gedrückt und danach direkt die rechte. Und das heißt, ich führe einen Combo aus. Also einen vielleicht noch etwas stärkeren Angriff dann. Gut. Wie war denn das mit dem Schmetterangriff? Ich glaube, wenn wir E drücken, dann... Das war ein Schmetterangriff. Habt ihr das gesehen? Damit können wir auch Gegner töten. Und wir haben einen Holzkopf mit einem Schmetterangriff besiegt. Das heißt, hier rechts, die Bonusmission wurde erledigt. Oh, wir haben wieder einen, den wir finishen können. Das heißt, dass wir... Hallo? So, gut. Das heißt, dass wir wieder ein Item bekommen. Also immer wenn wir einen Gegner finishen, bekommen wir ein extra Item. Und wieder eine leere Flasche. Okay. Im Moment ist es noch so, dass das Ganze nicht auf Zeit geht. Beziehungsweise wir haben, glaube ich, 18 Minuten Zeit hierfür oder so. Und aber es gibt dann später extra Schwüre, die uns dann sagen, hier, wenn du das so und so schaffst in der und der Zeit, dann bekommst du so und so viele Punkte. Und warum bewegen sich diese Dinger hier? Das ist ja sehr witzig. Okay. Prügeln wir uns hier einmal weiter durch die Holzköpfe. So, E-Zielen, Auto-Zielen. Naja, keine Ahnung. Passt schon irgendwie. Wir müssen jetzt, wo müssen wir denn lang? Genau, wir müssen da lang. Der grüne Balken oben zeigt deine Ausdauer. Ja, die Ausdauer wird halt mit jedem Schlag abgezogen. Ein bisschen. Und das rote ist unsere Lebensenergie. So, Holzkopfwache, Söldnertrainingsstätte. Wir müssen die Holzkopfwache auch irgendwie töten. Halt, halt. Ausweichen. Verdammt. Er hat uns getroffen, obwohl ich den Ausweichen-Button gedrückt habe. So, diesmal bin ich ausgewichen und er hat seinen eigenen Mann getroffen. Das ist auch sehr gut, dass die sich halt auch gegenseitig treffen können. So, jetzt könnte ich hier... Upsala, hä? Keine Ahnung. Egal. Wir bringen den jetzt hier einfach mal eben um. Und da haben wir es geschafft. Der Quest ist soweit abgeschlossen. Wir haben die Söldnertrainingsstätte hinter uns gebracht. Du hast die Mission vollendet. Besiege einen Holzkopfwache. Wenn der Bossnamenmonster stirbt, verliert er bla 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 einige Gegenstände. Und die nehmen wir jetzt einfach mal auf. Wir haben Schwarzpulver. Holzplanke. Was noch? Ein Speer. Und altes Leder bekommen. So, jetzt müssten hier eigentlich überall irgendwie so kleine rote Dinge auf dem Boden liegen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da zum Beispiel, da, das Ding da. Das gibt es nach jedem Bosskampf, aber ich kann euch noch nicht sagen, wofür diese roten Punkte sind. Ich weiß nur, wenn man mit anderen Leuten spielt, sind alle sehr abhängig darauf, diese ganzen scheiß Dinge einzusammeln, bevor du es schaffst. Nun gut. So, Nirox ist Level 2 und das Gefecht ist abgeschlossen. So, das Gesamtresultat. Style-Daten B, Kampfdaten S, der Rang ist A. Okay, ich glaube SSS wäre das Beste, aber nein. So, 130 Punkte von 130 Punkten gekriegt. Das heißt, den Quest hier brauchen wir im Prinzip nicht mehr machen, um das perfekte Ergebnis zu bekommen. Weil wir das perfekte Ergebnis schon haben. So, dann können wir einen Screen davon speichern oder es einfach schließen. Schließen wir es einfach und kehren zur Stadt zurück. So, der erste Quest war jetzt noch alleine. Und ich glaube, ich bin auch einfach im falschen Channel, weil hier noch gar nicht wirklich viele Leute sind. Aber naja, mal gucken, vielleicht sind da jetzt gleich ein paar mehr. Sonst könnte ich... Oh, jetzt ist hier aber voll. Verdammt normal. Nicht übel, gut. Gehen wir mal zurück in die Stadt und geben den Quest eben ab. Wie ihr auf der Karte seht, ist da hinten das Fragezeichen. Es tut mir leid, dass es gerade so ruckt, aber... Naja, ihr werdet damit leben können. Merrick starrt die Frau von der königlichen Armee zornig an. Machst du Witze? Ich würde solche Bedingungen niemals zustimmen. Ciara seufzt. Bist du schon zurück? Die beiden streiten immer noch. Wir drehen uns hier im Kreis, Söldner. Lass mich deinen Hauptmann sprechen. Nein.
Ich frage nicht nach deiner Erlaubnis. Wo ist der Hauptmann der blutroten Klingen? Er erholt sich von einer Verletzung, aber das spielt keine Rolle. Er würde das Gleiche sagen. Dies ist unser Fall. Na schön, ich werde wiederkommen, sobald sich euer Hauptmann erholt hat. Kadett Illis, wir gehen. Ja, gnädige Frau, sofort. Nyrox, wir sehen uns später. Gwyn verlässt den Söldneraußenposten mit ihren Soldaten im Schlepptau. Merrick, wo willst du hin? Ich bin noch nicht fertig mit denen. Ich lasse mich nicht einfach so abservieren. Ich dachte, du wolltest, dass sie gehen. Abgesehen davon wartet Nyrox schon die ganze Zeit. Oh. Merrick holt tief Luft und dreht sich dann zu dir. Einverstanden. Willkommen bei den blutroten Klingen. Die Gerüchte stimmen. Du bist ein erstaunlicher Krieger. Ich entschuldige mich für vorhin, aber du hast diese königlichen Bastarde ja gesehen. Wenn sie dich konfrontieren, sage ihnen, sie sollen mit mir reden, verstanden? Übrigens, mein Name ist Merrick. Ich habe das Sagen über die blutroten Klingen während Hauptmann Aedens Abwesenheit. Wir sind dir einiges schuldig dafür, dass du das Orakel gestern gerettet hast. Wir müssen nun unsere Arbeit fortsetzen. Der Hauptmann hat gestern beim Glockenturm ein mysteriöses Objekt gefunden. Ein formorisches Zeichen. Kurz darauf wurden wir von den Knollen attackiert. Aber es ergibt keinen Sinn. Die Knolle haben die Formori verlassen. Und warum mischt sich die königliche Armee ein? Golhen kümmert sich einen Dreck. Also warum so wollen sie deinen Zuständigkeitsbereich? Merrick schüttelt den Kopf. Wir übersehen etwas. Und hier kommst du ins Spiel. Untersuche die Knolle. Schau, was du finden kannst. Sie leben in den gefährlichen Ruinen. Also begib dich dorthin und sammle Informationen. Ich hätte es fast vergessen. Hier. Wir stellen neuen Rekruten diesen blutroten Klingenwaffenrock zur Verfügung. Sag mir Bescheid, wenn er dir nicht passt. Sobald du dich bewiesen hast, werden wir dir Veteranenausrüstung geben. Vergiss nicht, deine neue Ausrüstung anzulegen. Und noch einmal, willkommen bei den blutroten Klingen. Viel Glück da draußen. Du hast folgende Story gelernt. Achte auf... Ja, gut. So, dann haben wir den nächsten Quest. Die gefährlichen Ruinen müssen untersucht werden. Rekrut, dir wird diese Aufgabe zuteil. Geh in die gefährlichen Ruinen und sieh nach, ob die Gnolle dort die gleichen Gnolle sind, die wir schon beim Glockenturm sahen. Berichte mir anschließend davon. Ist für Level 2 oder höher. Wir kriegen 400 Gold, 1000 Erfahrung und 30 AP. Okay. So, das können wir noch nicht ausrüsten, weil das für Level 3 und höher ist. Aber das kriegen wir schon irgendwie noch hin. Merrick, bereite dich gut vor, bevor du dich auf den Weg machst. Vergiss nicht, deine Zweitwaffe auszurüsten. So, Story. Blutrote Klingenset. Neue Klingen erhalten einen blutroten Klingenhelm, wenn sie das erste Mal beitreten. Es ist nicht der attraktivste Helm, aber da du bereits einen Teil des Sets trägst, kannst du auch gleich den Rest sammeln. Du erhältst Set-Boni, wenn du ganze Sets ausrüstest. Ich erzähle dir auch etwas über den Hintergrund des Sets, wenn du alles ausrüstest. Okay, so, damit können wir das hier verlassen. Und die anderen Quests werde ich jetzt nicht großartig zeigen, weil hier sind, glaube ich, noch... Kann ich die Karte ein bisschen verschieben? Nein, kann ich nicht, okay. Aber da hinten müssen eigentlich noch... Nee, noch nicht. Da hinten sind noch keine neuen Quests erschienen. Okay, wir gehen jetzt einfach zum Hafen. Gehen zu den Gefechtsquests in die gefährliche Ruinen und er listet mir verfügbare Schiffe auf. So, Moment. Wir könnten Schuhe der Ehre gewinnen mit zwei oder weniger Spielern. Formorian Emblem. Dann würde ich sagen, Gruppe beitreten. Das Schiff hat bereits den Hafen verlassen. Pass auf, wir starten das einfach ganz alleine. Oder so, nee, wir wählen das Schwur der Ehre. Gewinne mit zwei oder weniger Spielern. Gewinne innerhalb von 5 Minuten. Okay. Jo, wir starten. Und das Schiff wird mal wieder vorbereitet. Gut, ich werde mal eben einen Schluck trinken, damit meine Stimme wieder etwas besser wird. Gut. Wir haben ein Gruppenmitglied und starten. Oder mach mal bitte bereit.
Start. Das Schiff liegt ab. Weil wir es jetzt zu zweit machen, könnte es sein, dass wir den einen Schwur erledigen und wenn wir es unter 5 Minuten schaffen, ist der andere Schwur auch erledigt. Er sieht fast genauso aus wie wir, nur er hat blaue Augen. Na gut, das ist halt das Problem, dass im Moment noch ziemlich wenig zur Auswahl stand an Frisuren und also anderen Kram halt. Gut, dann spielen wir jetzt das erste Mal mit einem anderen zusammen. Auch nicht schlecht. Besorge schwarzes Genollleder, besorge Schattenzahns Helm. Das sind unsere zwei extra Bonusmissionen. Nun gut. Die wir auch irgendwie erfüllen können müssten. So. Finish him. Okay. Nehmen wir das Item mit. Und gehen weiter. Wir haben Leder erhalten. Okay. Ich schätze mal, dass man sich hier später auch verschiedene Rüstungen schmieden kann und so weiter. Und dafür ist halt das ganze Leder und der ganze andere Kram da. So, gefinished. Und jetzt sind hier noch ein paar Gnolle. Gnolle nennen die Viecher sicher. Na komm schon. Gut. So, da haben wir... Der kämpft damit, okay. Dann nehmen wir mal eben die Items, die wir hier nehmen können. Nochmal Leder, okay. Und wir haben Eisenerz noch erhalten. Gute Sache. Oh, Spinnen. Ich hasse Spinnen. Gut, haben wir wieder geschafft. Und es geht weiter in den nächsten Bereich. Deine Gruppe geht zur nächsten Ebene. So, auf geht's. Ich hoffe, dass wir das wirklich unter 5 Minuten schaffen. Das wäre schon echt ganz geil. Ihr hört schon mein wildes Rumklicken. So ist es nun mal. So, hier ist das erste Mal, dass wir mit der Umgebung interagieren müssen. Und zwar machen wir das kaputt, um über die Brücke hier rüber zu kommen. 14er Combo. Okay, ich wurde also zwischendurch mal getroffen, so wie es aussieht. Und Anubis, der alte Sack, spielt genau die gleiche Klasse wie ich. Haha. Wäre natürlich cool gewesen, wenn wir jetzt die Zauberin mit dabei gehabt hätten, weil mittlerweile können wir auch die Zauberin auswählen. Ich gehe mal hier lang. Weil hier gibt es nämlich noch zwei weitere Gegner, Kugeln, was auch immer es sein soll. So, die ist tot und jetzt können wir die Kugel hier auch noch töten. Was gibt's hier? Ah, so. Okay, da waren welche von diesen komischen roten kleinen Dingern hier drin. Oh mein Gott, was bist du? Er ist der Obergnoll mit einem hässlichen Helm. So, gut. Ah, da ist er. Hochblatt ein bisschen, aber damit kann ich leben. Das ist ja wirklich schon ziemlich viel, was der Rechner hier leisten muss. Du hast die Mission vollendet. Juhu. So, vielleicht haben wir jetzt beide Schwüre schon erledigt. Das wäre natürlich sehr geil. Wir haben Schattenzahn besiegt und Hufa. Da, nehmen wir doch mal den ganzen Scheiß hier mit. Leder erhalten, Stoff erhalten, Verbesserungssteine erhalten und jetzt sammeln wir noch diesen ganzen Scheiß hier ein, die kleinen roten Kügelchen. Wofür auch immer die gut sind. So, Mission beendet. Aber wir haben... Ah, verdammt, wir haben die Bonusmission nicht erfüllt. Na gut, Style-Daten B, Kampfdaten SSS, Rang A. Alles klar.
So, hiervon hätten wir 25 bekommen. Das hätte aber nicht gereicht. Ich weiß gerade nicht. Schwur. Gewinne mit 2 oder weniger Spielern. Okay, wir haben es nicht unter 5 Minuten geschafft. Alles klar. Gut. Kehren wir mal zur Stadt zurück. Oh, da hinten ist noch so ein kleines rotes Symbol. Okay. So. Alles klar. So, ich würde sagen, das reicht an dieser Stelle auch schon. Wir rüsten jetzt noch kurz dieses eine Ding da aus und dann dürft ihr euch selbst in das Spiel begeben und den ganzen Kram erforschen und Spaß haben und so weiter. Ihr wisst schon, was ihr tut. Okay. So, Gruppe verlassen und beenden. Ja. Okay. So, wir haben jetzt im Inventar diesen blutroten Klingenwaffenrock. Im Moment haben wir noch diese kackbraune Rüstung. Rüsten jetzt mal den blutrote Klingenwaffenrock aus und haben jetzt eine weiße Rüstung. Okay, coole Sache. Gut. In der Stadt, da ist dann auch ein Waffenshop und dies und das und jenes. Also, es ist viel gegeben. Ach nee, wartet mal, ich muss euch noch unbedingt etwas zeigen. Ja. Das muss ich euch noch zeigen, das ist ganz wichtig. Ich werde jetzt mal das Lesen lassen und euch nur noch das Skillsystem ein wenig näher bringen. So, genau. Jetzt ist nämlich das Skillen gefragt. Dafür sind diese AP, wovon ich vorhin schon mal gesprochen habe. Wir haben im Moment 30 AP und können jetzt etwas skillen, was auch immer, was wir skillen möchten. Wir haben Gleitschrittkenntnisse. Was macht das denn? Erhöht die Zeit, die du unverwundbar bist, während du den Gleitschritt verwendest, um 0 Sekunden. Erlaubt es dir für 16 Ausdauer, den Gleitschritt zu verwenden. Jo, alles klar. Dann hätten wir die Meisterschaft des Kampfes. Erhöht die Kraft von normalen Angriffen um 8%. Das möchte ich gerne aufscalen. Da machen wir maximale Punkte drauf und haben den Skill jetzt auf Rang E gebracht. Fenster schließen. So. Ja, genau. So, alles klar. Rede mit Kara. Du als Yara, so. Alles klar. Somit habe ich euch das auch gezeigt. Kriegen den hässlichen blutroten Klingenhelm, setzen gleich auch noch auf. Und jetzt halt mal bitte auf, mich voll zu quatschen. Jo, beenden. Verlassen. So. Oh, wir sind Level 4. Auch nice. Gut. Den blutroten Klingenhelm. Ach so, den haben wir schon auf. Jetzt sehen wir natürlich äußerst hässlich aus. Aber egal. Nun gut, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Spiel. Und wir sehen uns im nächsten Let's Test oder bei meinen Let's Plays. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Kommentare unter meine Videos schreibt, mich abonniert, mich favorisiert, beziehungsweise meine Videos und verbreitet und so weiter. Naja gut, Leute. Wir sehen uns dann irgendwann mal. Macht's gut und tschüss.